Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, es gibt tatsächlich Oppositionsanträge, die sind eine echte Bereicherung für das Parlament. Das sind dann so Anträge, die sinnvolle Denkanstöße geben können und die uns als Regierungsfraktionen dann auch mal die Möglichkeit geben, sich zu dem einen oder anderen Thema noch mal ganz neu und frisch und offen, transparent zu positionieren. Das sind Anträge, von denen wir alle was haben, die wir gerne miteinander debattieren. Und dann gibt es eben auch Anträge, die kommen alle Jubeljahre mal. Die werden aus der Mottenkiste geholt, so nach dem Motto, da hätten wir schon lange mal wieder drüber reden müssen. Und das sind meistens dann alte Hüte, die mit aktueller und moderner Politik schon lange nichts mehr zu tun haben. Dann wiederum gibt es Anträge von der Opposition, die kommen mal von den Linken, mal von den Grünen im Wechsel innerhalb einer Legislaturperiode immer wieder, und das ist immer wieder das Gleiche. Und wir debattieren zigmal drüber, ob hier im Plenum oder im Ausschuss. Wir tauschen die Argumente aus. Alle Argumente sind wirklich in Gänze auf den Tisch gelegt, und immer wieder ist es das gleiche Spiel. Der Erkenntnisgewinn ist begrenzt. Und genau um so einen Antrag handelt es sich heute auch hier. Aber meine Damen und Herren von den Linken, dieser Antrag mit dem Titel, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, BAföG an die Lebenswirklichkeit anpassen, keine weiteren Nullrunden für die Studierenden, gut 3 Monate, und ich sage ja nach der größten BAföG-Reform aller Zeiten. Das ist schon eine ganz besondere Kategorie, und das dann auch noch auf 2 Seiten uns hier zu präsentieren, das erweckt bei mir so ein bisschen den Eindruck, ein bisschen lieblos, ein bisschen leidenschaftslos, nicht so viel Mühe gemacht und ehrlich gesagt auch relativ unverschämt. Aus meiner Sicht hat es schlichtweg nichts mit konstruktiver und auch mal reflektierter und auch mal anerkennender Oppositionspolitik zu tun. Wenn Sie von keinen weiteren Nullrunden sprechen, dann verdrehen Sie an der Stelle tatsächlich auch die Tatsachen. Das wird der Sache nicht gerecht. Und da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Politik auf der einen Seite und Polemik auf der anderen Seite. Während wir eben Bildungspolitik machen, beschränkt sich die Linke auf Bildungspolemik. Und gerade in diesen Tagen, das geht jetzt an die Adresse, an die anderen beiden Parteien hier im Parlament. Wenn in diesem Hause rot-rot-grüne Gespräche geführt werden, dann sollten sich die Beteiligten hier ganz genau überlegen, ob sie in diesem Stil mit den anderen überhaupt Bildungspolitik machen wollen. Aber sehen wir es mal positiv, es gibt uns zumindest die Gelegenheit, auch noch mal über das zu sprechen, was wir alles gemacht haben. Und zwar zu den wesentlichen Veränderungen, um die noch mal deutlich zu machen. Der letzten BAföG-Reform, die ja erst kürzlich in Kraft getreten ist, passen Nullrunden und der Vorwurf von Nullrunden überhaupt nicht. Wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, erstens, zum Wintersemester 2016 steigen die BAföG-Sätze um 7%. Zweitens, Studierende mit eigener Wohnung können bis zu 735 Euro monatlich erhalten. Also das ist ja nicht nichts, damit kann man ja durchaus auch, wenn man sparsam ist, leben. Drittens, auch die Freibeträge für die Elterneinkommen steigen, sodass insgesamt circa 110.000 mehr Studenten und Schüler in den Genuss des BAföG kommen können. Und das alles hat seinen Preis. Die Leistungsverbesserungen haben insgesamt ein Volumen von jährlich 825 Millionen Euro. Aber wurde ja versprochen, dass ich noch ein bisschen was zum Antrag selber sage. Erstens, da wird gefordert, dass die Bedarfssätze und die Freibeträge künftig dynamisch anzupassen sind. Aber da haben wir ein unterschiedliches Verständnis von Politik. Wir haben es geschafft, im letzten Jahr den Weg aus der unproduktiven Mischfinanzierung rauszugehen. Seit dem 01.01.2015 hat der Bund die vollständige Finanzierungshoheit. Das ist ein ganz schöner Batzen Geld, 1,2 Milliarden Euro, die die Länder jährlich entlastet werden. Damit muss auch mal so ein Bundeshaushalt erst mal auskommen. Da kann man nicht immer sofort, ein paar Tage danach, nachdem man das Geld investiert hat, schon wieder über das Nächste sprechen. Da muss man auch Dinge einfach mal wirken lassen. Und damit haben wir natürlich auch die Zeit beendet der schwarzen Peterspiele. Diese sind jetzt Geschichte. Der Bund hat die Verantwortung, ja, die werden wir auch wahrnehmen. Wir haben das Heft des Handelns in der Hand und das wollen wir natürlich auch behalten. Die Förderung nach einer dynamischen Anpassung des BAföG ist aus der Sicht ehrlich gesagt nicht mehr notwendig, weil wir nicht die ganze Zeit mit den Ländern uns wieder und wieder in Verhandlungen an den Tisch setzen müssen. Die sind natürlich müßig und die haben auch dazu beigetragen, dass
nicht so arg viel passiert ist davor, aber das Thema haben wir ja jetzt Gott sei Dank erledigt. Den Gestaltungsspielraum, den wollen wir uns hier jedenfalls nicht nehmen lassen. Und Verantwortung heißt auch, dass man Veränderungen, die es nun mal in der Realpolitik auch gibt, auch berücksichtigen kann. Und eine Dynamik passt einfach nicht dazu. Natürlich wollen wir analysieren, wollen wir reflektieren, wollen wir alles im Lichte der aktuellen Zeit bemessen und im Gesamtkontext sehen und sie dann machen, diese Schritte, wenn wir sie für geboten und richtig erhalten. Für die junge Generation im Übrigen ist es so, sie hat auf lange Sicht natürlich nichts davon, wenn wir das nicht haushalterisch auch in den Griff bekommen, auch finanziell die ganze Sache austariert ist. Und so ist es halt nun mal in der Politik. Es ist immer ein Kampf ums Geld. Den führen wir gerne, wir führen auch gerne die Debatten, aber genau deshalb brauchen wir die dynamische Anpassung eben nicht. Zweitens, Sie sagen in Ihrem Antrag, die Beiträge sollen noch schnell anstatt der 7%, die wir sie erhöht haben, um weitere 3% erhöht werden. Also auf mindestens 10%, so wie es in Ihrem Antrag steht. So funktioniert aber Politik halt nicht. Die aktuelle BAföG-Reform, die ist seriös durchgerechnet. Darüber hinaus kommt, dass wir ein ausführliches parlamentarisches Verfahren hatten, was sich mit dem Thema beschäftigt hat, wo wir die Argumente ausgetauscht haben. Und jetzt einfach nur noch mal 3% draufzupacken, das ist so ein bisschen wie Fundamentalopposition, das immer nach dem Motto geht, es ist sowieso alles zu wenig, was die Regierung macht, deswegen wollen wir mehr, 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 mehr. Einfacher geht es überhaupt nicht als Opposition. Und das Ganze, wie auch immer es zum Schluss finanziert werden soll, ob durch die Aufnahme von neuen Schulden oder beispielsweise von Steuererhöhungen oder dadurch, dass man das Geld aus anderen wichtigen Bildungsprojekten zieht. Irgendwie muss es ja schließlich gemacht werden. Das ist so ein bisschen das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche, Milchmädchenrechnung. Offensichtlich können Sie sich damit aus. Mit uns ist es jedenfalls nicht zu machen, weil generationengerecht ist das schließlich auch nicht. Und drittens, Sie fordern, nach der nächsten den nächsten BAföG-Bericht noch in diesem Jahr vorzulegen. Zugegebenermaßen, Berichte sind ja wichtig für uns, sie sind aber kein Selbstzweck für sich. Sie müssen auch dann vorgelegt werden, wenn es was zu berichten gibt. Und jetzt haben wir gerade eben die Reform, die in Kraft getreten ist. Da muss es auch mal eine Weile die Möglichkeit geben, diese Reform wirken zu lassen. Dann freuen wir uns alle gemeinsam auf den BAföG-Bericht, der im Jahr 2017 rauskommt. Und der kann dann die aktuelle Reform auch entsprechend mit einbeziehen. Er kann sich darum kümmern, welche aktuellen Entwicklungen noch einbezogen und berücksichtigt werden müssen. Er kann zum Beispiel, ist auch schon angesprochen worden, das Thema elektronische Umstellung und ob diese eben reibungslos funktioniert, in einer ganz anderen Art und Weise aufarbeiten. Das ist wichtig für uns und danach werden wir selbstverständlich auch das BAföG weiterentwickeln. Wir haben es zukunftsfähig gemacht in dieser Legislaturperiode. Wir haben mit der Übernahme der gesamten Mittel von 1,2 Milliarden Euro durchaus einen ganz schönen finanziellen Batzen in dieser Legislatur schon gestemmt. Wir stehen vor allem zum BAföG und wir werden es auch mithilfe der BAföG-Berichte entsprechend weiterentwickeln. Und da fließt natürlich dann irgendwann auch wieder Geld, nämlich noch mehr. Aber jetzt muss ich zum Schluss, Herr Präsident, einen Punkt noch sagen. Da ist vorher vom Kollegen Kaczmarek gesagt worden, wir hätten das Deutschlandstipendium einführen wollen, um Schritt für Schritt das BAföG zu ersetzen. Also das ist komplett falsch an der Stelle. Das Deutschlandstipendium und auch alle anderen Stipendiensysteme sind enorme wichtige Finanzierungsinstrumente. Sie sind aber nicht anstatt des BAföG oder zur teilweisen Ersetzung da, sondern sie sind zur Ergänzung da. Und das ist auch gut so. Und zum Schluss ist natürlich völlig klar, wir lehnen Ihren Antrag ab. Und ich hoffe, dass Sie das nächste Recycling des Antrags, naja, dass Sie noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis der dann wieder auf die Tagesordnung kommt. Vielen Dank. Abschließende Rednerin in dieser Aussprache ist die Kollegin Dr. Daniela de Ritter für die SPD.